Es ist natürlich total spannend, wenn man bedenkt, dass man vorher bisher nur entweder als Special Guest oder eben auf einem Festival war in dem Land und dann mal schaut, wer ist denn eigentlich wirklich Beyond the Black Fan und wer hat Bock da irgendwie aufs Konzert zu kommen. Und das war natürlich, also in England waren wir ein bisschen öfter, aber trotzdem weiß man trotzdem nicht, wer kommt dann jetzt tatsächlich. Und Frankreich und Finnland, also vor allem skandinavische Länder, da war ich mir sehr, sehr unsicher, wie viele Leute wir da ziehen können, wie viele da kommen. Und das war total spannend zu sehen und ein wirklich geiler Auftakt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Tour und mal gucken, ob sich das weiterentwickelt oder wie sich das weiterentwickelt. Für mich unterscheidet sich das Gefühl schon insofern, dass ich natürlich erstmal meine Muttersprache sprechen darf, wenn ich in Deutschland bin, und dann vielleicht auch hier und da mal eher mehr erzählen kann, was ich natürlich total geil finde. Aber trotzdem ist es auch so, in Deutschland haben wir jetzt mittlerweile schon wirklich relativ große Shows. Und das ist dann, wenn man dann nach England fährt und dann hat man plötzlich nur null weniger und ist dann quasi in so einem kleinen Club. Das ist eine komplett andere Atmosphäre, mit der man auch komplett anders umgehen muss, wo man anders sich auch ein bisschen automatisch verhält als Künstler auf der Bühne und aber ich mag das beides total gern und ja, und das ist genauso wie wenn man auf einem riesigen Festival wie Wacken zum Beispiel spielt und da sind dann 60.000 Leute, das da ist man auch irgendwie ein bisschen anders, aber ich mag das so viele Facetten dann auch zu zeigen oder zeigen zu können und nicht immer das Gleiche zu haben und nicht die gleiche Basis. Und so ungefähr ist es tatsächlich auch bei einer Europatour, wenn man dann in Deutschland eben größere Shows spielt und dann eben im Ausland noch eben versucht, alles aufzubauen und dann natürlich ein bisschen größer zu werden. Aber das ist jetzt so das nächste Level, was wir versuchen zu erreichen. Ich habe auf jeden Fall Lampenfieber noch und ich glaube, das wird auch niemals weggehen und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn du diese Anspannung nicht hast, dann glaube ich, gibst du dir auch automatisch ein bisschen weniger Mühe, als wenn du eben weißt, okay, du willst jetzt wirklich alles geben, 100%, es muss alles stimmen. Das ist ja das, was dieses Lampenfieber auslöst. Und da ist eben so, also da kann auch bei mir passieren oder generell passieren, dass man mitten im Konzert merkt, okay, da kommt jetzt irgendeine Situation, die ist entweder ungewohnt oder total schwierig oder keine Ahnung, dann kann es schon sein, dass kurz davor dann nochmal die Nervosität da ist. Aber so wenn man dann die Dinge singt und macht und zusammen singt, die man auch gewohnt ist, und dann ist eigentlich immer alles total entspannt und man genießt es eigentlich total. Also zumindest geht es mir so und das finde ich auch gut so. Es soll ja auch nicht die ganze Zeit diese Anspannung da sein, sonst wäre es wahrscheinlich auch zu anstrengend. Aber so immer mal wieder solche Schübe ist auf jeden Fall was, was ich total gut finde auch. Ich war super nervös. Also das habe ich ja auch eben schon mal angesprochen, bei neuen Situationen. Da ist man dann doch angespannter, wenn man das so gar nicht kennt. Und ich habe solche Livestreams noch nicht so wirklich so gemacht. Und es ist anders, dass man die Reaktion der Fans überhaupt gar nicht sieht, und wirklich nur einfach komplett entertainen muss, irgendwie eine halbe Stunde lang alleine, auch ohne Jungs. Das ist für mich natürlich trotzdem anders. Und ja, deswegen war ich sehr nervös, aber ich hatte auch gleichzeitig total viel Bock, das nochmal zu machen, weil ich dann sowas auch als Herausforderung so ein bisschen sehe und dann auch sage, okay, irgendwann will ich mich damit auch wohlfühlen und also komplett so ohne diese krasse Anspannung und ohne, dass ich dann dadurch natürlich dann hier und da mal so einen kleinen Mini-Fehler mit einbaue, weil man eben dann doch so nervös ist, aber ja, also es hat auch Spaß gemacht, dann auch zu merken, okay, es hat den Leuten zu Hause gefallen, auch wenn es für sie natürlich trotzdem auch was anderes ist. Also ja, also ich mache auch bei meinem eigenen Channel aktuell ein paar Cover-Sachen. Die sind zwar nicht live, aber ich habe mir auch schon überlegt, da vielleicht mal hier und da was zu machen.
Lustigerweise habe ich vor kurzem einem Kumpel von mir nochmal sowas geschickt. Da ging es um peinliche Dinge im Internet. Obwohl es mir eigentlich nicht so wirklich peinlich ist. Weil das ist einfach, das war eine oder all die Dinge, die ich vorher gemacht habe, haben mich so viel weitergebracht. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt, die ich heute einfach total gut nutzen kann. Und deswegen, auch wenn nicht alles, wenn ich nicht alles heute nochmal machen würde, aber Disney würde ich sowieso immer machen. Also ich bin ja Disney-Fan, deswegen, also scheißegal, was das ist. Das würde ich schon nochmal machen. Kika war auch wirklich ein Schlüsselelement, dass ich überhaupt jetzt hier stehe, wo ich stehe, glaube ich. Deswegen, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde es vielleicht Beyond the Black gar nicht geben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass natürlich dann hier und da die einzelnen Sachen, wenn ich da meine Interviews zum Beispiel sehe, denke ich mir schon, ach, naja, na gut, ich war jung. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas davon bereuen würde. Also ich würde das alles nochmal so machen. Human ist eigentlich ein Song, der nicht. Er sagt zwar sehr viel, man muss sterben im Endeffekt, aber eigentlich ist der Kern des Songs, dass du deinen Tag so nutzen sollst, wie du das für richtig hältst. Also eher sogar, du bestimmst selber, wie dein Leben verläuft, weil du bist derjenige, der nachher nicht mehr da ist. Und lass dir von niemandem sagen, das und das muss so und so passieren oder du musst das und das so sagen und so machen, weil was bringt dir das im Ende? Weil das ist nicht sein Leben, das vorbeigeht, sondern deins. Und das ist eigentlich die Kernaussage, was auch, finde ich, wieder sehr ernst ist, aber eigentlich positiv gedacht. Und genau, und das ist eigentlich der Kern von dem ganzen Song. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich heutzutage selber und persönlich mich schon so sehr viel weiterentwickelt habe, was auch die Fragen angeht, die ich mir selber stelle. Und die sind viel größer als vor 2 Jahren. Und deswegen ist es allein deswegen schon ein Gefühl von persönlichen Sachen, die viel tiefer gehen als das, was ich jetzt oder was wir mit Beyond the Black vorher gemacht haben. Das war eher Dinge erzählt, die ich so mitbekommen habe oder die halt um mich herum so passiert sind und so. Also oder auch Geschichten, die gar nichts mit mir zu tun hatten und einfach nur Fantasy-Geschichten waren so. Also das ist definitiv so, dass auf dem Album sehr, sehr viel mehr Tiefe auch darin liegt, dass ich halt einfach auch selber natürlich mir Gedanken mache um Tod und Leben, aber schon immer, aber trotzdem viel mehr auch in dem Sinne, dass ich sage, wie möchte ich mein Leben nutzen und was sind eigentlich die Themen, die mich aktuell am meisten beschäftigen? Und das sind ja eigentlich vor allem genau die Themen, die jetzt auch auf dem Album sind. Und deswegen, ja, würde ich sagen, dass es schon sich zumindest für mich persönlich anfühlt. Nö. Also, mich interessiert es überhaupt gar nicht, wenn Leute da jetzt sagen, es wäre irgendwie negativ für die Band, dass die neue Besetzung da ist oder also die Jungs, die interessiert das glaube ich auch überhaupt nicht, weil wir wissen, wie das hier alles läuft und wir wissen ganz genau, was dazu beiträgt, wie was entsteht oder was auch tatsächlich dieser Band extrem geholfen hat. So, und für mich ganz persönlich, ich weiß ganz genau, dass mit der Besetzung, die ich jetzt habe, ich einfach eine Band habe, die vollkommen hinter dem Projekt steht und die einfach total Bock auf das Thema hat. Und natürlich haben persönliche Einflüsse mit der Musik zu tun, die wir machen. Also wenn die Stilistik, also die lernen ja auch
neue Sachen kennen, neue Musik kennen in der Zeit. Wir gehen mit Leuten auf Tour oder Bands auf Tour und finden da vielleicht irgendwas Neues für uns. Auch bei mir persönlich, auch bestimmt Sing Mein Song hat mich persönlich so ein bisschen weiterentwickelt oder auch vielleicht inspiriert, auch wenn es nicht wissentlich ist. Aber es ist definitiv so, dass uns das alles ja irgendwie beeinflusst. Und insofern stimmt es natürlich, dass man sagt, okay, die Musik hat sich vielleicht auch dadurch verändert. Aber ja, das wäre mit Sicherheit auch mit irgendeiner anderen Band so gewesen. Also deswegen kann ich das jetzt überhaupt nicht unterschreiben, dass es dadurch irgendwie, also ich finde sowieso nicht, dass es schlechter geworden ist, aber das kann jetzt irgendwie jeder so für sich entscheiden, wie er das will, aber dass das jetzt irgendwie mit der neuen Band, also uns kratzt das überhaupt nicht. Sorry. Ja, was taucht da auf? Also ich finde, Horizont ist für mich auch immer irgendwie ein Bild dafür, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das heißt, irgendwie sich Dingen zu öffnen, die man oder denen man in irgendeiner Weise verschlossen war oder sich in Ketten gesehen hat, bildlich gesprochen. Und das machen wir ja auch mit dem Album schon. Also wir öffnen uns einfach gegenüber ganz vielen Sachen, die wir uns vorher vielleicht auch nicht getraut haben. Und das ist was, was ich hoffentlich noch viel, viel öfter in Zukunft sehen kann. Auch was die komplette Geschichte von Beyond the Black auch angeht, hoffe ich. Dass wir die Möglichkeit weiterhin haben, sehr viel auch live zu spielen, wenn man denn mal wieder live spielen kann. Und vor allem auch außerhalb von Deutschland größere Shows spielen zu können, auch über den Teich hinaus vielleicht eventuell. Und das wären die ganzen Sachen einfach weitermachen können, einfach mit ganz vielen Menschen connecten auf der Bühne beziehungsweise vor der Bühne und einfach schöne Momente zusammen genießen. So, also mehr will ich eigentlich gar nicht. Das wäre auf jeden Fall mein Traum, der am Horizont da auftauchen würde, denke ich.